So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Sergeant Power hier am Start. Ja, Freunde, Freunde des guten Geschmacks, Forza Horizon 1, Video Nummer 15. Scheunenfund Nummer 6 holen wir uns jetzt ab. Und bevor wir uns den abholen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power Army, dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xstgdxpower oder den Link in die Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld erlassen möchte, dann auf www.paypal.me/xstgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. So, meine Freunde, wir holen uns den nächsten Scheunenfund. So, bremsen wir erstmal hier. Auf dem Weg dahin holen wir den, der schon restauriert ist, natürlich ab. Klar, machen wir. So. Hey, hier gibt es sogar einen Filter. Brauchen wir aber nicht. Gut. Auch der Filter ist gut, um alles auszuschalten und dann zu suchen nach den Straßen, die uns fehlen. Ist doch geil. Aber ich sehe nichts, was uns fehlt. Bis jetzt. So. Bis jetzt haben wir ja alle Straßen gefahren. Uns fehlt aber noch eine Straße, meine Freunde. Wo ist diese vermaledeite, verfickte Straße? Eine geschissene Straße. Ja, die Autobahn, die haben wir ja komplett gefahren. Kann auch mal reinzoomen. Haben wir komplett gefahren. Hier haben wir auch komplett. Ja, wir müssen das alles. Wir haben alles restlos komplett weggefahren hier. Gibt ja nicht. Ja. Egal. Wir fahren jetzt. Genau. Trotzdem gucken wir. Ob nicht doch irgendwo ein Schild rumsteht. Denn uns fehlen noch ein paar Schilder. Ah, ne? Zick, zack. So, die 1-2 sind jetzt auch nur nach dem Rennen aufgetaucht. Ja. Jo, genau, fahren wir rein. Hier haben wir ja schon mal geguckt. Ja, genau. So, da hinten ist auch nichts. So. So sieht man es dann natürlich beim Vorbeifahren. Ob da irgendwo was Schildmäßiges steht. Aber hier bis jetzt nichts. Genau, noch nichts, noch nichts, noch nichts. Das müssen wir sowieso ja abbiegen. Du Pisser. So. Da ist nirgends einfahrtmäßig, wo man reinfahren kann. Dann ist da auch nichts vorhanden, schildermäßig. Gut. Das ist, was man machen muss, wenn man hier so irgendwo vorbeikommt, wo aussieht, wo man reinfahren kann, dann muss man natürlich so reingucken. Aber hier ist nichts und wir sind auch so City draußen. Dann fahren wir und hoffen, dass da unterwegs noch was auftaucht. So, hier können wir nicht reinfahren. Ist klar. So. Nein, hier können wir nicht reinfahren. Links kann man auch nicht reinfahren. Aber schön, dass wir geschaut haben. Wir müssen das natürlich schauen. Wenn wir alle Tafeln wollen, müssen wir das. Auf den kleinen Blitzer. Puff. So. Schön. Wir haben schon wieder einen Platz gut gemacht, meine Freunde. Hey, du Penner. Wir haben jetzt fast reingefahren, der Hund. So. Was stellen wir heute mit Ihrem Auto an? Holen wir uns den Scheunenfund hier ab. Wir haben sogar zwei zum Abholen. 1, 2, 3, 4 und 5. Genau, 4 und 5 müssen wir uns abholen.
Man muss kein geschniegelter englischer Agent sein, um diesen Klassiker zu mögen. Aston Martin hat damit wirklich Geschichte geschrieben. Halten Sie sich also von jeglichen Top-Secret-Karambolagen fern, okay? Also das war eine Anspielung auf James Bond. Gut, den haben wir. So, und der? Ist der nicht wunderschön? So ein Auto habe ich mir früher so sehr gewünscht, dass es wehtat. Aber wer träumt nicht von diesem Mercedes? Behandeln Sie ihn mit Respekt. Ist ein schöner Mercedes, ja. So, ja, wir verlassen den Fuhrpark. Wir suchen jetzt den nächsten Scheunenfund. Scheunenfund Nummer 6. So, weiter geht's. Warte mal. Wir waren ja doch gerade da. Können wir noch gucken wegen Upgrades? Das habe ich schon ganz vergessen. So, wir haben doch wieder noch Knete. Hey, was kann ich für Sie tun? Auto Upgrade. So. Wir haben doch genug Knete, können wir doch upgraden, oder? Nachrichten nochmal anzeigen. So. Das wollen wir nicht. Auto Upgrade. Individuelles Upgrade. So wollen wir das. So, Aerodynamik. Nein, wo waren wir denn stehen geblieben? Irgendwo waren wir doch hier. Kann das sein? Den haben wir. So, dann sind wir hier. Den haben wir. Den haben wir auch. Ah, okay. Renndifferenzial. Okay, das Renndifferenzial. Dann war das alles für das Auto. Okay, dann haben wir ja alles. Alles geupgradet. Schön. So, jetzt haben wir alles in diesem Wagen. Alles so gemacht, wie es muss. So. Dann holen wir uns jetzt den Scheunenfund. Dann müssen wir natürlich unsere Glücksschleien offen lassen. Da nicht noch irgendwo ein Schild rumsteht. Mach dich mager, Junge. Auch wenn man irgendwo reinfahren kann. Wenn man irgendwo reinfahren kann, muss man halt da reinfahren und gucken, ob da ein Schild steht. Aber ich glaube, hier haben wir schon alles geguckt. Hier oben könnten wir vielleicht auch nochmal abgucken. Aber ich denke mal, wenn irgendwo ein Schild noch, wenn irgendwo noch ein Schild steht, taucht es dann während dem Rennen auf. So wie gerade vor im letzten Video, wo wir die Mini-Rennen gefahren haben. Mit den Minis. Zwei Schilder aufgetaucht. So. Wie gesagt, am nächsten Wärmer die Schatzkarte. Die wir leider nicht kriegen. Keine Ahnung warum. Hier können wir auch mal reinfahren. Oh ne, hier waren wir schon. Waren wir hier hinten schon? Ja, klar, hier waren wir schon. Da haben wir das eine gefunden. Oder waren wir nur da? Nein, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Ich bin hier auch mal rein. Oh, da ist nichts. Gut.
Ja, war noch schon. Schon mit ein paar Videos her. Ach, verpiss dich doch, Ammonak Zickzack. Hey, es gibt ein neues Schaurennen, in dem ich Sie gerne sehen würde. Möchten Sie sich etwas Geld verdienen? Geld kann ich immer gebrauchen. Aber wir müssen jetzt auch hier gucken, ob hier ein Schild rumsteht. Wenn wir schon unterwegs sind zum Scheunenpunkt, können wir auch hier mal so eine Wiese drüber brennen. Nach rechts abbiegen. Einfach nur um zu gucken. So wie hier auch. Das hört sich hier gar nicht gut an. Nach links abbiegen. Abbiegen. So, wir müssen jetzt hier irgendwo die Scheune haben, wo der Scheunenfunk steht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Alter, stopp. Scheune sein. Sind wir jetzt eigentlich da, wo der Scheunenfund ist? Hallo? Ja, schon besser. Stört und müssen jedes Gebäude abgucken nach dem Scheunenfund. Aha. Witzig, sehr gut. Gucken wir mal hier links irgendwo. So, das ist ein Gefühl, als ob sich das Spiel aufhört. Da ist auch noch ein Gebäudechen hier. Das ist aber keine Scheune für den Scheunenfund. Auf der Suche nach dem Scheunenfund. Auf der Suche nach Schildern. Aha. Nichts. So, hier vorne. Wir müssen jetzt wirklich um jedes Gebäude rumfahren.
Hoffnung auf Schulden. Auf Scheunenfund. So. Die Töne sind gerade schon ein bisschen komisch. Weiß nix. Auch nichts. Okay. Jeden Millimeter hier abfahren, das ist so richtig assi. Okay, da war schon mal nichts. Das steht aber, glaube ich, auch hier oben rum in der Stadt, in der City. Ich hasse es, da jetzt rumzugurken wie so ein Idiot, nur um das Ding zu suchen. Den Scheunefund. Das ist irgendwie so ein Blöder hier. Nur um den zu suchen. Pah, Alter, was will ich jetzt noch suchen, Amonak? Zickzack. Probieren mal die Scheune da drüben jetzt. Die rechts von mir hier, die hier. Da ist noch nicht drin. Aha. Gott sei Dank. Das habe ich aber lang gesucht. Oh ja, dieses Mal habe ich mich selbst übertroffen. Das ist ein Klassiker, eine Rennlegende aus den 50ern. Der Jaguar D-Type. Keine Sorge, mein Mädchen. Bald strahlst du wieder wie im Jahr 1955. Stimmt. Was ganz gewaltig nicht mit dem Ton. So. Gut, jetzt fahren wir aber ein bisschen noch kurz hier rum. Vielleicht finden wir noch eine Tafel. Auch wenn es nicht
aussieht. Ne, hier sind wir schon umgeguckt. Hier haben wir schon abgefahren. Das heißt, hier finden wir keine Tafel mehr. So. Was ich jetzt machen sollte, wäre, glaube ich, neu starten oder so. Das schauen wir jetzt dann. So, meine Freunde, wir sind hier am Ende des Videos angelangt. Wir haben den Scheunenfund gefunden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video geladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal in einem Livestream dabei sein wollt, dann einfach auf www.twitch.tv/xsdgxpower oder den Link in die Videobeschreibung nutzen. Wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsdgxpower oder auch da den Link in die Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer lasst euch nicht ärgern, nicht von den Wanzen beißen, wenn ihr schlafen geht, lasst die Hände über der Bette gespielt, nicht an euch selbst rum, lasst euren Partner, Partnerin machen, alles andere ist ekelhaft. Ich bin dann raus, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.